Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu Mittelerde Mordors Schatten. Und wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, als wir ja ordentlich viele Nebenmissionen gemacht haben, ja, was auch geil ist und nice ist und super schön und alles. Aber diesmal möchte ich wieder ein bisschen Nebenmission machen, damit wir auch noch ein bisschen aufleveln. Denn bald kommt ja anscheinend das Finale, wenn ich mir das so reinziehe mal. Ja, haben wir ja letztes Mal gesehen, dass verwüste die Festung, okay, cool. Dass, wenn man sich ein bisschen auf die Hauptstory konzentriert, dass sie recht schnell durchgezockt ist und das wäre ja irgendwie schade. So, was ist da los? Da sind ein paar Leute. Die nehme ich kurz auseinander. So, Nummer 1. Der kriegt's noch mit. Weiß gar nicht, was hier geschieht. Und weg mit dir. So. Blutbad. Verwüste die Festung von Luga der Recke, um ihn hervorzulocken. Töte die Herde und der Bulle wird attackieren. Okay. Ach, Elite-Häuptling. Ich hasse den Grabwandler nicht nur, ich verachte ihn. Nein, wirklich? Was hab ich dich denn getan, Mann? Was hab ich dir denn getan? Wenn ich auch nur das kleinste Anzeichen des Waldläufers spüre, werde ich ihn in die Knie zwingen und ihm im Handumdrehen das Herz herausschneiden. Aha. Mich nicht schlagen. Menschen abschauen. Oh Gott, das ist ja direkt schon ein Hauptmann. Wenn ich den Schicksalsberg vollends durchsuchen muss, find ich dich doch. Find ich dich doch. Du hast echt eine beeindruckende Stimme. Schön, dass du alleine bist. Das freut mich besonders. Boah, kann man so einen Brand machen? Tatsächlich, stimmt. Oh shit, okay, ich kann seinen Kopf platzen lassen. Das war Magic. Bleib hier! Stirbst du auch? Okay. Und boom! Ups. Ja, Mann, was ist da bloß passiert? So, komm, beeil dich jetzt mal. Ach, hier oben ist ja gar keiner. Shit. Jungs! Wo seid ihr? Kommt mal alle her jetzt hier. Ich brauche noch ein paar Leute. Das lässt du sein, Junge. Jungs, hallo. Wo sind die denn? Ich brauche ein paar Gegner, sonst schaffe ich das nicht mehr. Komm, ich laufe hier schon so offen durch die Gegend. Habe ich da gerade etwas gehört? Oh Mann, wenn man hier wenigstens mal wie ein AC zur Seite springen könnte. Oh Gott, ey, wenn man sich schon da orientiert, kann man das auch gerne mal übernehmen. Ist halt nervig, dass du immer gezwungenermaßen an der Wand bleiben musst. Du kannst halt nicht wegspringen. Oh, 5 Leute noch töten. Zum Leuchtfeuer! Entfache das Leuchtfeuer! Das wird wohl nichts mehr. Das wird wohl nichts mehr. Nee, fuck, Mann. Ach Leute, wie soll ich das denn machen? Der Waldläufer! Wie soll ich das denn schaffen? 20 Leute.
Ich hätte es irgendwie geschickter anfangen sollen. Jetzt ist hier Alarm, wa? Jetzt ist hier Alarm. Okay, da ist noch eine Rune, die hole ich mir gleich. Okay, wir probieren es nochmal. Ja, wir probieren es nochmal. Ja, ja, ja. Töte die Herde und der Bulle. Mann! Regt mich das auf. Das ist doch nervig jetzt schon wieder. Gucken. Ah, dann stirbt er doch. Immer mit deinem scheiß Leuchtfeuer. Bist du dumm oder so? Jetzt wird es was. Nein, holst du nicht. Geil, Mann, die Karago helfen mir gerade richtig gut. Ich habe natürlich jetzt keinen Pfeil mehr, weißt du? Ich sollte mich um sie. Ja, natürlich blockst du wieder alles, du kleiner Pisser, ey. Verdammt knapp, wo sind die denn alle? Jetzt bleibt er. Ist er stehen. Okay. Jetzt ist er schon wieder an der Ecke hängen geblieben. Ach du Scheiße, Mann. Luga, Luga, wie sie immer den Namen denn von dem sagen. Das war's. Eine Ratte? Ah, das blockst du also wieder, du Pisser. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass Urukblut in dir fließt. Ich sollte mir das mal anschauen und herausfinden, welche Farbe dein Blut hat. Soll wohl Respekt? Ah, hast wohl ein bisschen Respekt vor mir. Oh Mann, er ist wieder so ein Kampfmeister. Du kleiner Pisser. Kann ich den Brand machen? Nee, natürlich nicht. Okay, das wäre zu krass gewesen. Du hast dich wohl verschätzt, was? Das kostet dich dein Leben. Ist ja süß. Einer von euch muss das Leuchtfeuer halten. Weg mit dir, du Nichtnutz. Ich brauche ein bisschen Hilfe. Oh, du Pisser! Boah,
Ich brauche irgendwo Energie her. Ich habe dich unterschätzt. Dieses Mal. Boom! Okay, den einen habe ich schon mal. Das ist ja noch ein Karagor. Ich glaube, den hole ich jetzt auch noch raus. Aufgepasst jetzt hier. Seitwärtsrolle, noch eine Rolle, noch eine Rolle. Befreit. Das lässt du sein, Mann. Ihr Pisser, ihr seid sowieso schon so dermaßen in Überzahl. Und braucht noch mehr, weißt du? Oh, das war übel knapp jetzt. Komm schon! Natürlich, du bist ein Kampfmeister, ich weiß doch. Oh, scheiße, Mann, Leute. Wir töten besser gleich beide. So, du kämpfst doch jetzt für mich, oder? Wie mache ich so einem Pisser Schaden? Achso, dagegen ist auch noch immun, alles klar. Leute, was soll ich machen? Ich weiß es gerade absolut nicht. Hat mein Kollege den... Mein Kollege hat den einfach umgekloppt. Hammer geil, Mann. Richtig geil. Alter, wie krass. Und jetzt wollen sie immer abhauen, denn weißt du, was sie Schiss haben. Richtig gut gemacht, Kollege. Aber der wird jetzt nicht deswegen befördert oder so, dass wir dann direkt einen in den Reihen haben, weil wir den ja sowieso beherrschen. Das so läuft's hier nicht, oder? Anscheinend nicht. Dieser kleine Waldläufer kann so viele Krieger töten, wie er will. Aber wir haben viele weitere, die gegen ihn kämpfen. Aber wer redet eigentlich die ganze Zeit da so respektlos mir gegenüber? Erhöht durch, achso, von hinten, ja, wie viele Leute klopfe ich denn von hinten kaputt? Munition? Wofür Munition, Alter? Verräter. Ach komm, dann lassen wir das mal. Das können wir auch so lassen. Was haben wir hier?